Jetzt sind wir alles gut. Ja. Jetzt beginnt so langsam die geilste Zeit zum Zanderangeln. Genau. Und das ist das Bobbeln an der Steinpackung. Oh, Leiter. Ja? Ja. Fisch? Guter Fisch. Oh, guter Fisch, guter Fisch. Ich weiß nicht, wo der liegt, Dumme. Alter, ich hab ihn. Wir haben hier so ein geiles Angelboot stehen. Und wir angeln vom Ufer. Versucht ihn wirklich am besten unter Wasser abzuhaken, wenn es geht. So ein trockenes Brot, das kann ich mir gar nicht mit angucken. Dumme fängt jetzt seinen neuen PB hoffentlich. Das war ein Highlight. Hier kommt die Einheit, man kennt sie mein bei. Bevor sie einreißt, beginnt die Beißzeit. Fishing Team Highlight. Fishing Team Highlight, der Norden ruht. Moin meine Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Film. Heute geht's mit Hardbait in der Nacht auf Zander. Ich konnte es nicht sein lassen, bis Johnny da ist, habe ich schon ein bisschen gejiggt. Der kleine Frechdachs war jetzt der erste Fisch. Komm natürlich schnell zurück. Ich wünsche euch viel Spaß. Zu spät hier ist er. Hier ist er. Komm her. Wie geht's dir, Junge? Alles gut? Hi meine Lieben. Ja, ich habe schon einen rausgepult. Ja? Ja. Ich habe schon einen gebissen. Aber klein, ja? Und seitlich gehakt. Ja, ich habe ein bisschen Verspätung. Ich komme gerade von einer Guiding-Tour, war ziemlich anstrengend. Aber wir konnten mega geile Fische fangen. Aber Domme, es war echt ein schwerer Tag. Wenig Wind, Sonne. Das heißt, Zander waren sehr inaktiv. Und ich garantiere es dir, wenn gleich das Licht ausgeht, die rasten aus. Ich würde sagen, wir starten, oder? Ja, Mann! Ja, meine Lieben, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt am Wasser. Kleine Verspätung nochmal. Sorry. Na, ich musste aber meinen Gast glücklich machen. Lieber Roland, falls du dieses Video siehst, Roland konnte heute dreimal sein PB knacken. Zander 84, Hecht knapp 1,10 Meter und vorher war es ein 95er. Habe ich noch auf der Instagram-Story gesehen. Geil, auf jeden Fall geil. Auch Glückwunsch von mir. Johnny, schön, dass es wieder geklappt hat. Letztes Mal vom Boot. Heute machen wir es vom Ufer. Genau. Du bist eigentlich passionierter Uferangler. Ich sowieso. Ja. Auch wenn du viel vom Boot zu sehen bist, du gehst aber echt gerne auch vom Ufer los. Ne? Ich angel alles. Genau, und jetzt beginnt so langsam die geilste Zeit zum Zanderangeln. Genau. Und das ist das Wobbeln an der Steinpackung. Es klappt auch gut im Sommer, ganz klar. Aber jetzt wird es halt einfach eher dunkel und es ist einfach familienfreundlich. Ist auch die beste Zeit. Genau, ist auch die beste Zeit. Und man muss nicht ganz so lange bis in die Puppen machen. Was wollen wir heute den Zuschauern zeigen? Ja, also das klassische Wobbeln einfach auf Zander. Ne? Ich sage ja immer, ne? Wenn es dämmert, hämmert's. Nachts kracht's. Jetzt dämmert's, gleich hämmert's. Nein, also wir werden wahrscheinlich nicht so viele tolle Bilder auf die Kamera kriegen im Dunkeln. Ist halt nachts so, ne? Na, also ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und ich glaube, es wird eine Menge Fisch rauskommen. Ja, deswegen sollten wir den Zuschauern starten, vielleicht mal jetzt zeigen, noch in hellen, wie man den führt. Genau. Na, weil, wie gesagt, hier ist eine Strömung, die kommt von da. Und wenn wir runterwerfen, kommt sie von da. Muss man in zwei verschiedene Köderpräsentationen. Zeigen wir euch nochmal genau, ne? Genau. Ich würde sagen, wir würden vielleicht, wenn wir Glück haben, so jetzt schon anfangen. Ja, deswegen sollten wir auch schon gleich ans Wasser. Dein genau. Wort in Gottes Ohr. Viel Glück. Ja, hoffentlich ziehen wir ein paar raus und wir nehmen euch jetzt mit und zeigen euch nochmal, wie genau wir vorgehen. Das wird hämmern. So, meine Lieben, was brauche ich zum Zanderwobbeln? Ich nehme meine klassische Zanderjigge, 10 bis 50 Gramm, knapp 2,70 Meter. Das ist eine Hearty Rise, die Riverfighter Edition. Vielleicht ist der Domme so lieb und packt euch einen Link rein, dann könnt ihr euch die mal anschauen. Und ich habe hier den Nightfight, das ist absolut ein Klassiker, das ist wirklich mittlerweile mein allerliebster Zanderwobbler, kein Witz, in einem Sonderdekor, das erzählen wir euch aber noch im Laufe des Tages. Ja, und wir sind hier in einer großen Einfahrt. Die Strömung drückt hier relativ aus dem Hauptstrom sehr stark rein. Das heißt, die Strömung zieht hier an den Stein vorbei. Wir müssen ganz nah an den Stein, am besten einen ganz kleinen Tick über die Steine. Und wenn wir runterwerfen, müssen wir natürlich den Köder gegen die Strömung einleiern. Und da muss man eben einmal ein bisschen schneller und einmal ein bisschen langsamer. Ich zeige euch mal einfach mal einen schnellen Wurf. Wenn der Domme rüber geht, hier vorne habt ihr die Kehrströmung, den sogenannten Prallhang. Und hier vorne am Kopf, da dreht die Strömung rum. Und das ist natürlich immer so mit der Top-Spot, sage ich natürlich, aber auch die Steinpackung. Und ich werfe den in diesem Fall ein bisschen weiter raus und lasse ihn so langsam reindrehen. Und wenn ich merke, die Kurve kommt, ziehe ich ihn mit der Strömung rein. Es ist ein bisschen tricky, weil ihr merkt den Wobbler, also die Wobblerschläge nicht. Deswegen drehe ich den jetzt erstmal ein bisschen langsamer und jetzt fange ich den an so ein bisschen zu beschleunigen und jetzt zieht er eben hier vorne direkt an den Stein lang. Nur man muss einen Ticken schneller drehen, weil die Strömung den auf einen zudrückt. Gefährlich ist, wenn man zu lange wartet, geht er um den Kopf und setzt sich irgendwo fester. Und ihr seht, fürs Wobbeln drehe ich jetzt schon einen Ticken schneller. Da waren die Steine, da bin ich gut. So nah an die Steine ran, wie es geht.
Und dafür ist der Nightfight echt gut, weil der wirklich super flach läuft. Und das wiederholt ihr und wiederholt ihr immer wieder aufs Neue. Ihr braucht gar nicht großartig reinwerfen, das kann auch klappen. Die kommen abends an die Steinpackung, weil da sich der kleine Beutefisch versteckt und den wollen sie haben. Und wenn ich ihn gegen die Strömung werfe, dann merkt man ihn auch schön rotieren, dann drehe ich ihn wesentlich langsamer, ihr seht's. Weil die Strömung drückt den Wobbler weg und der Wobbler arbeitet enorm in der Strömung. Da kann man den auch mal kurz stehen lassen. Man muss nur mit den Steinen immer aufpassen. Sobald ihr Steine merkt, kurz aufhören zu drehen, wieder weiter. Nicht, dass er sich festsetzt. Ja, meine Lieben, direkt vor den Füßen ist er eingestiegen. Und der Domme meint noch, lass ein bisschen nach vorne gehen. Also normalerweise würde ich ihn jetzt nicht keschern, obwohl ich kesche ihn auch nicht, weil er hängt nämlich gut aus, wie ihr seht. Weil dann vertüddeln sich gleich die Drillinge in dem Kescher. Und dann verletzen wir den Zander wirklich am Ende mehr mit, als wir was Gutes tun möchten. Weil wir den natürlich nicht mitnehmen wollen. Außer Domme will einen Zanderfilet essen. Ich habe ja morgen noch einen Tag. Ja, deswegen. Ihr seht es auch, er ist schön gehakt. Versucht ihn wirklich am besten unter Wasser abzuhaken, wenn es geht. Umso länger er Luft kriegt, umso länger wird er leben. Deswegen versuche ich die immer wirklich unter Wasser abzuhaken. Es ist ein bisschen Fingerspitzengefühl, weil wenn er dann zappelt, es ist nichts für Anfänger, ganz wichtig. Nichts für Anfänger, weil gut festhalten den Zander. Da haben wir die Sonderfarbe raus. So, jetzt haben wir den Zander hier schön in der Luft, unter Wasser meine ich. Jetzt holen wir den einmal kurz raus. Ihr seht, ist auch ein schönes Exemplar. Ist jetzt nicht so ein ganz kleiner. Den geben wir jetzt wieder Sauerstoff, weil schließlich wollen wir den ja nochmal fangen. Und der wird definitiv überleben. Hey, geil! Komm her, ja. Bam! Wenn's dämmert, hämmert's, ne? Wie war's, Johnny? Genau. Ja, richtig cool. Auf dem Nightfight. Ich hatte eben auch schon einen Biss, direkt vor den Füßen, aber es ist halt typisch Zanderwobbeln. Und ja, wie ich schon anfangs sagte, das ist echt familienfreundlich, weil man kann Richtung 8 Uhr schon ans Wasser und ist meistens schon um 10, 11 Uhr fertig und muss dann nicht wirklich bis nachts um 1 oder 2 angeln. Kann man natürlich. Wir fischen ja heute beide die Nightfights. Man muss dazu sagen, es gibt viele tolle Zanderwobbler. Ja, also wir wollen jetzt auch gar nicht zu extrem Werbung machen für den Nightfight. Was macht er aber besser? Man kann ihn extrem geil werfen. Und alle, die den Nightfight schon mal gefischt haben, die wissen das. Also er fliegt wirklich wie so ein Speer, da hört er gar nicht mehr auf. Und auch unter ganz langsamem Zug wackelt er so richtig schön. Und das lieben halt die Zander. Dieses ultra langsame Einkurbeln. Ja, so hat Johnny seinen auch überlistet. Zu den Drillingen sei noch mal gesagt, man hört ja immer oft, der braucht nicht unbedingt 3 Drillinge. Sehe ich persönlich ein bisschen anders. Ich hatte eben auch, wie gesagt, den Fehlbiss. Und jetzt stellt euch mal vor, wir haben hier 3 Drillinge dran. Ja, also normal, wenn er greift, muss er ja eigentlich irgendwo hängen. Ist aber nicht oft der Fall. Also man hat wirklich diverse Fehlbisse auch. Woran liegt das? Der Zander saugt normalerweise ein. Also er attackiert jetzt nicht in eins durch, sondern er öffnet seinen Maul und dann saugt er ja den Köder ein. Der Gummi würde sich einfalten und ist im Schlund. Ja, und er kann ja gar nicht quer rein. Und das ist ganz oft so, dass man dadurch auch irgendwie die Fehlbisse provoziert. Deswegen bin ich der Meinung, diese 3 Drillinge sind schon relativ wichtig. Vor allem er hier, weil der Zander versucht schon kopfnah zu attackieren. Und er ist auch relativ wichtig, wenn er hier packt, dass er dann halt durchs Anhauen hinten nochmal greift. Also wenn ihr euch von einem trennen wollt, dann macht ihn hier weg. Also ich werfe jetzt hier auch einmal Richtung Strömung und kurbel jetzt wirklich Slow Motion ein. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Rolle jetzt gut seht. Also ich mache ganz, ganz kleine Umdrehungen und der Nightfight wackelt dann auch schon. Und das liebt der Zander. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr beim Jiggen haben wir die Rolle richtig zu, um den Anhieb durchzukriegen. Beim Zanderangeln muss die Rolle relativ weich sein. Die war jetzt sogar einen Ticken zu weich. Weil es ist ganz oft so, und das war auch beim lieben Johnny eben, dass der Zander den Köder verfolgt und direkt unter der Rutenspitze, da hämmert er dann rauf. Und wenn dann ein 70er Zander einsteigt und die Bremse ist zu, ja, dann habt ihr verloren. Das ist einfach so. Im schlimmsten Fall reißt ihr euch alles ab. Der Zander ist weg und hat noch einen Köder am Maul. Das muss ja nicht sein. Also, Tipp Nummer 1, Bremse offen. Und Tipp Nummer 2, schön langsam kurbeln. Und auf die Steine achten. Wieder bist du da. Wieder einfach. Du merkst es richtig. Ja, hängt. Oh, Johnny, du machst mich fertig hier. Das war ein Trainer. Aber trotzdem. Ja. 2 Würfe, 4 Bisse. Einer ist der Tengeli. Aber den haken wir schön im Wasser. Ja, ihr seht es ja wieder. Das ist jetzt so. Der ist vielleicht gerade maßig.
Na, noch nicht mal. Ganz wichtig, Leute, ihr müsst behutsam mit denen umgehen, weil die Sterberate von den Zandern, nur weil sie aus dem Wasser nimmt, die Mortalitätsrate ist so gigantisch hoch, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Deswegen packe ich die auch immer so ganz langsam an. Auch das Zusammendrücken, man verletzt die inneren Organe bei denen, weil hier in den Niederlanden, wir dürfen sie ja releasen. Und wenn ich ihn noch schon releasen darf, dann versuche ich ihn doch wirklich so schonend wie möglich zu behandeln, damit er auf jeden Fall eine relativ hohe Überlebenschance hat und einfach wieder schwimmen kann. Da seht ihr es ja, muss ich ja nicht jetzt rausnehmen. Die meisten können dann, guck mal, und da schwimmt er. Boom! Sonny! Zwei Würfe, vier Kontakte. Ja, bislang hast du nicht zu viel versprochen. Ja, also ich sag euch jetzt auch, warum ich so eine große Schnauze habe und gesagt habe, das wird hier richtig hämmern. Den ganzen Tag war die Sonne am Schein, kein Wind. Ich habe kaum auf mein Echolot Zander gefunden. Und das weiß ich über jahrelange Erfahrung, dass wenn es dann dunkel wird, dann kommen sie alle und haben richtig Hunger, weil sie den ganzen Tag nichts gegessen haben oder sehr wenig. Ja, meine Lieben, der Dom ist jetzt nach vorne geflitzt und macht da eine Kamikaze-Aktion, weil hier links von uns ist keine Buhne mehr und direkt der Hauptstrom. Und der will jetzt da sein Glück in dem Hauptstrom versuchen. Und bevor ich jetzt gleich wieder einen fange, habe ich mir gedacht, ich mach mal Fisch. Fisch? Guter Fisch. Oh, guter Fisch, ein guter Fisch. Ich komme. Brauchst du Kescher? Ja. Ja, toll, wo ist er? Ich weiß nicht, wo der liegt, Dumme. Ah, da, ich hab ihn. Das ist der Beste bislang. Oh, und wieder weg. Ich kotz ab. Da waren 65er. Aber ich hab's geahnt, dass die hier stehen. Ja, komm. Hier am Freihang. Ich stelle sie dir hin. Der Dumme. Scheiße. Ja, Leute. So bitter es auch klingt, aber es ist jetzt schon der dritte oder vierte, den wir jetzt verloren haben hier. In Folge. Echt bitter. Da war er wieder. Hast du schon wieder einen drauf gehabt? Jetzt mal live rauf? Ja, es läuft die ganze Zeit. Es läuft, das Chaos wird gefilmt, mein Freund. Und Johnny wird nicht versteckt. Fisch. Boah, der ist noch besser. Wahnsinn, das ist ein guter Zander. Hoffentlich kriegen wir den. Boah. Wir marschieren hier rein. Du machst mich fertig. Heiland, zack. Du machst mich fertig. Mach das einen Bock. Du machst mich fertig. Jawohl. Oh, Leute. Wir sind wie die Elefanten hier am Rumtrampeln, dass wir überhaupt noch Fische fangen. Aber ihr seht, hier geht die Party. Aber ich würde es am liebsten werfen. Aber ich muss jetzt den Domme filmen. Perfekt. Ja, Leute, hier seht ihr ihn. Schön reingehämmert hier an der Steinpackung. Ach, und ihr habt da den Kameraden. Sehr schön. Schöner Stachelritter, ich denke mal so Ende 50. Schöner Anfang. Wir haben sie gefunden. Das ist das Wichtigste. Mega toll. Und der nächste kleine Racker, Leute. Ja, den brauchen wir jetzt auch nicht keschern. Aber die Fische haben Bock. Das ist schon mal gut. Achtet immer auf eure Route. Gerade Carbonrouten, wenn die einmal einen Sturz erleiden, dann ist meistens Feierabend. Und immer vorsichtig hier mit den Drillingen. Ja. Ja, hier ist er. Ja, auch so ein Mitte 40er. Aber die Fische haben Bock. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich komme vom Fire Tiger gar nicht mehr weg. Ich wollte eigentlich noch andere ausprobieren. Zander kann man auch ruhig mal so einen halben Meter schmeißen. Wenn man sie vorne durch die Steinpackung überliest, dann kann das passieren, dass sie sich verkeilen und unterm Stein liegen und da nicht mehr rauskommen. Deswegen, wenn man so einen halben Meter einen Schubs gibt, ist überhaupt gar kein Problem. Ja, geil, wir haben sie gefunden. Mega. Johnny, du hast nicht zu viel versprochen. Geiler Abend. On the outside, looking in, I really wasn't sure what I was getting. Leute, hier bin ich hinter Domme die ganze Zeit am Quatschen. Quatschen kannst du doch, das kann ich aber auch, sagen die Zuschauer zumindest immer. Wir beide sind Quatschliesen. Ja. Wir sind richtige Quatschliesen. Aber das muss auch mal sein, ne?
Wir machen ja hier keinen reinen Werbekanal. Klingt blöd, wenn man eine Seika-Jacke anhat. Und nur den Nightfight hier fischt, aber... Also ich hab's mir so gedacht, ich hab mir gedacht, das ist immer Seika-Jacke. Genau. Aber einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. So sieht's und wir aus. Angler brauchen eben Wäsche. Genau. Angelwäsche. Und außerdem, Leute, ihr fragt doch immer, was fischt ihr, was habt ihr da am Haken? Und dann hat man was, was man gerne fischt. Und dann steht das meistens immer so da. Oder und was auch sehr gut funktioniert. Genau, was sehr gut funktioniert. Und dann wird das immer so dargestellt, als würde man halt total Werbung machen. Aber irgendwas müssen wir ja auch fischen. Und die Nightfights fischen wir halt sehr gerne. So, meine Lieben. Ach, Fire Tiger. Ach, Johnny hat wieder sein Wasser vergessen. Da muss ich ihm nochmal eine Flasche mitnehmen gleich. Und hier haben wir auch die Zange. Die macht sich auch, glaube ich, besser in der Tasche. Das ist übrigens die Zange vom lieben Chris. Oder Spreeangler. Liebe Grüße, Chris. Du hast sie bei uns mal verloren im Allerleinetal und ich habe sie irgendwann mal gefunden. Hätte ich dir eigentlich mal wiedergeben können, als wir uns jetzt letzte Woche gesehen haben. So, Fire Tiger lief natürlich. Das ist auch einer meiner Lieblingsdekore. Aber nichtsdestotrotz, aber ich zeige es euch nochmal. Also auch ich fische nicht nur die Seika, ich fische auch richtig gerne. Richtig gerne. Hier den Matze Koch. Der kostet nicht viel. Läuft auch extrem geil, ein bisschen flacher, aber die Haken, die sind einfach Schmutz. Also die muss man austauschen, da muss man wirklich ehrlich sein. Die rosten sofort weg nach zweimal Angeln, das kann es nicht sein. Das ist der normale Nightfight hier. Übrigens, hier ist auch noch ein Zeck, also ich fische auch nicht nur Seika. So, jetzt werde ich aber mal komplett auf schwarz gehen mit einem roten Bauch und ich erkläre euch warum. Schwarz ist wirklich meine Lieblingsfarbe im Dunkeln. Die benutze ich auch ganz oft für die Freiwasserangelei im Dunkeln, weil wenn der Zander, der kommt meistens ja von unten, er lauert sehr, sehr gerne. Also der Zander ist nicht so ein Räuber wie der Hecht, der ihn richtig attackiert. Der kommt, schleicht sich an und in dem letzten Augenblick schnappt er zu. Und wenn der Zander von unten nach oben guckt, heute haben wir ein bisschen bewölkt, aber wenn der Mond ein bisschen durchkommt, dann sieht er einfach schwarz. Und deswegen ist schwarz am realistischen. Ja. Ich hatte mich schon die ganze Zeit gewundert, warum kriege ich keine Bisse mehr? Und mein Drilling, der war im Vorfach vertüddelt. Und jetzt habe ich gerade den Drilling aus dem Vorfach rausgemacht und sage, oh Domme, er läuft, jetzt kriege ich Bisse und sofort einen gefangen. Ja, mein Lieben, also ich fische lieber ein bedecktes Dekor. Das ist bei mir einfach so drin im Dunkeln, weil ich denke mir immer, umso realistischer, wenn der Zander nach oben guckt, sieht er so schwarz. Und deswegen habe ich hier so ein leicht schockiges. Viele kennen es auch unter Natural Perch. Bei uns heißt es im Shop der Riverfighter Perch. Da seht ihr es. Auch wieder ein schöner Zander. Den muss ich jetzt aber rausnehmen, weil der hat den Drilling in der Seite schön im Mundwinkel. So. Aber den kriege ich wohl nicht raus. So. Der hat nämlich schön richtig im Winkel. Da wo er auch richtig Bombe sitzt. Da seht ihr es. Ich halte ihn mal einmal in der Kamera. Seht ihr es? Ein schöner Zander. Mitte 55 wird er haben. Er darf wieder weg. Da ist er. Da schwimmt der Schöne. Ja, und viele kennen das Dekor. Ist natürlich eine Megabank. Vielleicht ist der Domme so nett und packt euch mal den Link rein, dann könnt ihr euch den anschauen. Ich bin heiß wie Frittenfett, Leute. Ich bin immer nett. Ja. Aber nett ist der kleine Bruder von? Von Böse? Oder? Vom Arschloch, sagt man doch, glaube ich. Vom Arschloch. Nee, alles gut. Ja, aber ein ganz kleiner Tipp, meine Lieben. Wenn ihr den leiert und ihr merkt die Steine am Ufer. Genau. Das haben Domme und ich schon gerade uns immer gegenseitig gesagt. Kurz aufhören, der Wobbler geht hoch, einfach wieder langsam weiterleiern. Und wenn ihr dann wieder merkt, so bup, wieder kurz aufhören und einfach wieder so in Zeitlupe weiterleiern. Also heute haben sie Bock, weil die tocken auch richtig, richtig. Bup. Manchmal hängen die sich rein, vielleicht kennt ihr es ja. Wie machen sie? Die tocken ja, aber so ist es am Geizen. Genau, und dann macht es auch Spaß und die Bisse auch richtig geil. Genau das, was wir wollen. Wir wechseln jetzt den Spot, also man könnte jetzt hier wirklich die ganze Nacht fischen, so lange wie man Lust hat, bis es hell wird. Hier wird auch immer wieder Fisch kommen, aber wir haben jetzt wirklich auf jeden Fall über 10 Zander im Drill gehabt, kein Witz, ich weiß jetzt gar nicht, wie spät wir es haben, ich guck mal schnell. 10, glaube ich. Ja, 5 nach 10, also ich würde mal sagen, so in anderthalb Stunden hatten wir jetzt so locker 10 Fische im Drill gehabt, auch noch einige Fehlbisse. Jetzt ist hier mal seit 15 Minuten ein bisschen mau. Der Dom ist jetzt natürlich voll verwöhnt. Und er sagt, Spot ist tot, Johnny, weiter geht's. Das hat er jetzt dreimal gesagt. Da muss ich natürlich jetzt auch nachgeben. Und
Ja, du willst auch los, das gibst du denn. Es ist ja auch immer so ein bisschen die Kopfgeschichte. Ich habe gerade zu Dommer auch gesagt, du hast mit dem Flo ins Ohr gesetzt. Da sagt er, warum ist er real? Ich glaube, wir sollten gehen. So ist es, ne Leute. Ja, wir gehen jetzt dahin, wo wir gerade uns getroffen haben. Die Buhne, die liefert immer. Leute, hier steht ein Schaf alleine in der Buhne am Rhein. Vorm Busch. Vorm Busch? Vorm Busch. Gibt's ja gar nicht. Was macht das hier alleine? Halt mal drauf. Da steht es immer noch. Mehrere. Achso, ja, das ist auch okay. Das war echt so cool aus, oder? Ganz alleine steht's da. Ronny, hast du echt nur ein Schaf gesehen? Nee, ja, jetzt habe ich auch mehrere gesehen. Ach ja, guck mal, das sind ganz viele. Ach du Scheiße, jetzt sehe ich es erstmal. Ich denke mal, da steht nur ein Schaf ganz alleine hier. Also da sind ein paar. Aber guck mal, die Schwänze, wie die alle hochstehen im Dunkeln. Guck mal, siehst du, bei allen. Ja. Bei allen hier die Schwänze stehen hoch. Puh, hier ist auch wieder. Mann, jetzt zeige ich in den Kescher mit. Scheiße. Oh. Shit. Hat der Johnny sich von Schafschwänzchen ablenken lassen? Ja, sowas gehört auch dazu beim Nachtwurbeln, ne? Ach, Stille. Ach, ist das jetzt herrlich, Mann. Was habe ich da gemacht? Guck mal, da ein schwarzes. Das schwarze Schaf, Leute, das schwarze Schaf. Da ist das schwarze Schaf. Man sieht es ja gar nicht auf der Kamera. Da ist es. Na komm, gehen wir ein bisschen weiter links, dann könnt ihr weiter schlafen, ne? Oder der Johnny will noch streicheln. Oh, lässt sich sogar streicheln. Naja, fast. Also ich muss es dazu sagen, das ist mein erstes Schaf, was ich gestreichelt habe. Aber es hat schon echt fluschiges Fell. Gibt immer ein erstes Mal. Ja, guck mal, da liegt noch ein schwarzes. Kamera an. Achso, sorry Leute. Ich hab gedacht. Ich hab gleich sonst gemacht. Entschuldigung, Dominik. Alles gut. Ja, meine Lieben, ist jetzt glaube ich mein dritter oder mein vierter. Ich habe aber auch echt viele verloren und der kam jetzt auf dem schwarzen. Also es ist eigentlich egal, welche Farbe man durchleiert. Wird auch so ein schöner Mitte 50er sein. Kam direkt wieder vor den Füßen. Ich liebe es einfach nachts zu wobbeln. Richtig, richtig geil. Ja, Freunde, es hatte noch mal einer Lust auf meinen Köder. War gerade so ein bisschen Beißflaute und jetzt hat sich wieder einer meinen Köder geschnappt. Und was hast du gesagt, eine Sekunde bevor du gebissen hast? Was habe ich gesagt? Weiß ich nicht. Johnny, lass weggehen, ich weiß nichts. Ja, stimmt. Hat er gesagt. Die sind aber auch spritzig. Also vorsichtig sein. Ja, mit den Drillingen mal aufpassen, Hände nass machen. Darf man ja auch nicht vergessen. Das Schlimme ist, dass die manchmal richtig so zumachen, den Kiefer. Dass man da hier auch nicht so gut reingleiten kann. So, jetzt habe ich ihn. So. Ja, manchmal hängen die auch echt giftig, diese Drillinge. Ja, ich habe jetzt wieder auf Fire Tiger umgestellt. Das ist einfach mein Lieblingsdekor. Ja, auch kein Riese, aber eine Schönheit. Macht auf jeden Fall Spaß. Ich bin wirklich richtig happy, Johnny. Schöne Fische. Und schnell zurück. Ja, ich glaube, da stärkt sich wieder. Ja. Hallo, ich bin seit heute Morgen 5 Uhr unterwegs. Ich war schon um 6 Uhr auf dem Wasser, Kollege. Das ist hier wieder so eine Kamikaze-Nachtschicht. Aber ich habe morgen frei, Jungs. Und Mädels da draußen. Viele Mädels mittlerweile. Finde ich auch richtig gut, dass es so viele Anglerinnen mittlerweile gibt. Echt? Ja, finde ich gut. Auch hübsche? Gibt auch hübsche Anglerinnen. Warum nicht, ne? Oh, Entschuldigung. Stück Salat. Hey, also, ich bin Single, vierfacher Vater. Geschieden. Noch nicht geschieden. Bitte meldet euch bei Johnny. Jetzt sofort in den Kommentaren. Nein, Spaß. Ich habe eine Freundin. Sorry, Ladies. Ich wollte gerade sagen. Sind wir alle, ne? Glücklich vergeben. Die killt mich, wenn die das hört. Ich wollte gerade sagen, aber die guckt, glaube ich, kein Fishing Team Highlight, oder? Hm. Sorgen wir schon für. Wer weiß. Ne? Nee, auf jeden Fall sind wir jetzt nochmal in eine Buhne gegangen. Also wir haben den einen Spot wirklich diesmal ausgefischt. Ich weiß, Johnny wird mich verfluchen für. Klar, die Zander kommen immer wieder rein. Alles gut. Aber wir haben da, glaube ich, jetzt 6-7 gefangen und bestimmt 6-7 nochmal verloren. Ja, wir hatten über 10 Fische auf jeden Fall drauf. Genau, und jetzt sind wir hier nochmal in eine Buhne. Hat es auch sofort geklappt, habt ihr ja gerade gesehen. Und ganz wichtig, rennt nicht sofort auf den Buhnenkopf, wie alles tun. Wir haben wirklich unten in der Ecke angefangen und da hat Dommer auch den ersten Zander gefangen. So ist es, bevor wir da jetzt hochstiefeln und trampeln. Genau. Erstmal kann immer der PB-Zander irgendwo stehen, ne? Genau, erstmal die Steinpackung abwerfen. Soll ich erstmal was zu trinken geben? Nicht, ne? So ein trockenes Brot, das kann ich mir gar nicht mit angucken. Nee, das ist Ketchup, Mayonnaise, Salat, Käse drauf. Ketchup. Mhm.
dann trinke ich jetzt einen Schluck und dann fangen wir den nächsten, oder? Ja, wir fangen jetzt einen großen, Leute. Der Dommer fängt jetzt in seinen neuen PB hoffentlich. Dommer und Flo. Dommer und Flo. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber da hinten leuchtet eine Lampe. Ihr seht sie wahrscheinlich. Da sitzt ein ganz verschwungen Niederländer und wir beobachten die da die ganze Zeit schon. Und die angeln auf Aal. Und die fangen hier wirklich. Teilweise im 10-Minuten-Takt haben die Aale gefangen, weil wir haben sie dann immer in seiner Taschenlampe zappeln sehen. Und in den Niederlanden ist der Aal geschont und man darf nicht gezielt drauf angeln. Und wenn man mal einen fängt, muss man ihn so schonend wie möglich releasen. Und nicht in den Eimer setzen. Genau, und der hat ja diesen riesigen Eimer und die schmeißen die ganze Zeit die Aale. Also ist das kein Witz, der hat bestimmt schon 7 Aale gefangen, seitdem wir stehen. Und vorletzte Woche war ich hier, da habe ich dann einmal angesprochen, was er da macht. Dann hat er mir den ganzen Eimer gezeigt. Da hat er 23 Aale. Und wenn sie. Da wollte ich erst die Polizei rufen, da habe ich mir gedacht, komm, nächstes Mal habe ich einen Platten oder so, kann ich nach Hause laufen. Weil das kostet nämlich 200 Euro pro Aal. Und jetzt würde ich mich mal freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreiben würdet, was ihr davon haltet, dass hier da drüben Holländer, keine Deutschen, ich betone es, illegal hier die Aale, die hier absolut das ganze Jahr über geschont sind, einfach alle wegzuppeln. Also ich bin wirklich gerade richtig geschockt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich muss das mal mit euch teilen. Ne? Ist abgefahren. Anzeige ist raus, Leute. Die Trovatos ermitteln schon. Es läuft gerade schwer. Aber es ist eben oft so, dass manchmal hat man Glück, dass man dann kontinuierlich immer wieder einen fängt. Und manchmal ist es dann so wie gerade, dann drehen sie einfach auf und bam, 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 bam. Und dass das die ganze Nacht nicht durchgeht, das ist meistens so, würde ich mal sagen. Ja, und dann wirft man eben mal ein bisschen länger und dann hat man mal, wenn man... Oh, da war er, Mist. Ah, er hat direkt hier vorne gebissen. Er hat direkt hier vorne gebissen, schneller mal. Mist. Ja, und manchmal hat man dann, muss man dann mal sich noch mal jede Stunde ein, zwei Fische erkämpfen. Ist natürlich jammert auf sehr hohem Niveau, weil, ne... Der eine oder andere wird sich freuen, wenn er überhaupt ein, zwei Zander die Nacht fängt. Weil manche haben ja noch nie einen Zander in ihrem Leben gefangen. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich kenne das auch immer. Ich weiß. Und wir haben jetzt hier, glaube ich, unseren 10. Ja, aber wir sind ja auch in den Niederlanden. Ich wollte gerade sagen, nicht die Realität hier, ne? Genau, eine gute Strecke, eine kleine Geheimstrecke von mir. Und deswegen fluppt das hier eigentlich auch. Bis jetzt waren wir ja sehr, sehr, sehr erfolgreich. Aber im Groben kann man sagen, Leute, sucht euch irgendwo eine Hafenausfahrt. Genau. Da, wo die Strömung lang prallt oder dementsprechend langleitet, ja. Da habt ihr eigentlich immer gute Karten. Von Seen und Häfen, die Einfahrten mit langen Steinpackungen, da ist immer wieder Fischaktivitäten. Es kommt auch immer wieder neuer Fisch rein. In der Buhne auch, aber eine Buhne hat man schon manchmal relativ schnell die Fische weggepflückt. Und wenn es nicht eine riesige Buhne ist wie hier, dann kann man da nach ein, zwei Fischen eigentlich sagen, so weiter geht's. Ja, meine Lieben, jetzt mussten wir lange für ackern. Bis mal wieder einer kam, auch ein guter. Wir haben es jetzt hier mittlerweile 0 Uhr, also man muss jetzt wirklich für jeden Fisch ackern. Klingt immer blöd. Manche freuen sich auch über einen am Abend, wir natürlich auch. Aber das ist doch jetzt nochmal ein schöner Abschlussfisch. Ja, noch haben wir ihn nicht. Und da haben wir ihn. Ich würde sagen... Oh. Befreist du mich jetzt? Ich würde sagen, ich befreie den lieben Johnny jetzt, dass er endlich ins Bett darf. Und ich würde auch sagen, das war der Größte bis heute oder ist der Größte bis heute. Nee, ist der Größte heute. So, ich bin auch schon bettreif. Schöner Zetti nochmal. Der wird so um eine 60 haben. 62, 63. Johnny, ich würde sagen, den Zuschauern konnte man ein bisschen was bieten. Super, ich freue mich. Darf ich noch was sagen? Ja. Könntest du ja vielleicht die 70er-Marke knacken. Wollen wir mal messen? Ja, lass ihn lieber schwimmen. Ja, okay. Super. Johnny, es war ein Highlight. Es war ein Highlight, definitiv. Also für mich ist das ja auch immer Premiere. Ich bin ja nicht so oft in den Niederlanden. Und ich glaube, du hast gemerkt, also ich kann dann auch immer schlecht aufhören, weil ich hab's halt nicht so oft. Ne? Du bist einfach zu geil. Ich bin einfach zu geil auf die Fische. Und es hat einfach tierisch Spaß gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir gefangen haben. Aber so 12, 13 bestimmt, ja, sage ich mal. Wir haben aber eine Menge verloren. Eine Menge verloren, wahrscheinlich mehr verloren, als wir gefangen haben. Also wir hätten hier locker 20 Zander heute fangen können. Also war schon echt Wahnsinn. Die waren wirklich teilweise, man kennt das ja, so einen spitzen Biss, sagt man. Ja. Aber ich glaube, die haben den nur so pup, einmal kurz angesaugt. Und dann hat man immer gemerkt, so pup, und dann weg. Manchmal kam er hinterher und hat nochmal richtig genommen, ne? Aber so, ja, genau. Kam auch oft dann nochmal ein Nachläufer oder hat so, einmal getuppt und nochmal eine Minute später, ne, nicht mal eine Minute, noch eine Umdrehung später, bup, draufgehauen. Ja. Aber so viel zum Thema, drei Drillinge sind zu viel. Also ja, heute waren sie zu wenig.
Heute waren sie zu wenig. Hätten wir mal 5 dran gemacht. Ja, wir hätten noch am Rücken 3 haben müssen. Oben Stinger mit Magneten. Ja, ja, genau. Das hat gefloppt, Junge. Nee, es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht wieder, Johnny. Ja, freut mich. Ich denke, die Videos kommen mit Johnny auch ganz gut bei euch an. Haben wir ja letztes Mal auch in den Kommentaren gelesen. Und wir haben auch auf jeden Fall noch ein bisschen was geplant. Also da, genau, da wird noch ein bisschen was, ja, kommen. Ja, da kommt noch eine Und Menge. Dann auch mit Flo endlich mal wieder, wenn, genau, er Zeit hat. Und richtig große Fische habe ich noch vor mit euch. Schauen wir mal, genau. Aber das hat, heute, das hat schon gereicht. Das waren gute Fische schon. Weiß ich, sind doch geile Fische. Genau. Aber du kennst mich doch. Ja, die Nightfights. Gut, wir haben zugegebenermaßen kaum andere heute gefischt, ja, aber die haben es wieder gerockt. Und also ich bin ehrlich, ich habe den ganzen Tag die Sonderfarbe gefischt, den, ja, ganzen Abend jetzt. Genau, also Johnny, beziehungsweise bei Riverfighters gibt, mhm, es die Sonderfarbe. Also es gibt diesen Nightfight in dieser Farbe, in diesem Perch-Dekor, nur bei Riverfighters. Genau, der ist so leicht durchsichtig, ja, ihr seht's. Viele kennen sie auch, die Farbe, den Natural Perch von, ja, der, ja, Firma Fox. Ja. Ganz, also bekannte Zanderfarbe. Wer die abgreifen möchte, unbedingt mal bei Johnny im Shop Riverfighters, genau, vorbeischauen. Oder bei Domo unten in den Kommentar. Genau. Nee, im Text. Ja, in einfach mal einer Videobeschreibung abchecken, ja, genau. Und wir haben uns jetzt gedacht, zur Feier des Tages hauen wir diese gefischten Köder raus. Also, genau, ihr könnt einmal den Natural Perch heißen. Nein, der heißt Riverfighter Perch. Riverfighter Perch und den Fire Tiger, mit denen ich die Zander gefangen habe. Beide Köder könnt ihr gewinnen. Beide sind gefischt, beide haben Zander geliefert. Ja. Und ja, was müsst ihr tun? Abonnent einfach sein. Bei euch, ja, auf, also dem Channel. Ja, bei euch aber auch. Also ihr müsst, ja, auf jeden Fall natürlich Abonnenten von beiden Kanälen sein, das ist klar. Sonst gibt's ihn nicht. Wird kontrolliert, wird kontrolliert. Nee, aber lasst einfach ein schönes Kommentar da, genau, und dann kann einer von euch die beiden gewinnen. Genau. Und dann schicke ich die euch einfach nach Hause. Der war gerade noch in meiner Angel, meine Lieben. Er hat mir die letzten Wochen viel Fisch gebracht. Ihr merkt es auch, wenn ihr drüber geht, etliche Kerben drin von, also die, ihr spürt, dass wenn ihr drüber geht, überall schon Macken, ja, von den, stimmt, Zandern. Ja. Ja, die sind dann immer so schön rau, dann weiß man, sie haben, ja, Fische gebracht. Also, ja, die Gefischten könnt ihr gewinnen. Einfach ein nettes Kommentar da lassen. Ja, lasst ein schönes Feedback da, lasst einen Daumen da, ihr kennt's. Und Johnny, genau, ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Heimfahrt. Es war mir wieder ein Highlight, mein Bester. Du musst auf jeden Fall ins Bett. Der ist gut, ne? Ja. Es war ein Highlight. Alles klar. Leute. Also, nicht vergessen, Glocke abonnieren. Ich bin jetzt nach 20 Stunden platt. Du hast es dir verdient. Ich fahre jetzt hier um die Ecke im Wohnwagen. Ich habe nämlich mein Angel-Gypsy-Mobil, nenne ich das. Sehr geil. Und da haue ich mich erstmal rein. Johnny, hast du dir verdient. Geiler Job. Danke. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Film. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Schenkt den Jungs ein kostenloses Abo. Verpasst somit kein Video mehr und schaltet nächste Woche wieder ein.